Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir uns aufgemacht und wollten die Weltenschlange wegen dem Auge fragen, hier von unserem Kopf, der hinten dran hängt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir jetzt hier gestoppt haben beim letzten Mal. Zumal der jetzt auch steht, Moment, 62 Meter. Ich muss da doch mal eben schauen. Ich glaube, wir sind nämlich schon hingekommen. Wir müssen nur noch rausgehen. Ja, sieht so aus. Oder kommen wir jetzt wieder rein? Nee, oder? Nee. Halt, stopp. Warum bin ich jetzt hier? Warum wird mir das jetzt hier angezeigt? Wieso soll ich jetzt nochmal mit denen reden? Hä? Leute? Wieso muss ich jetzt wieder mit Brok und Sindri sprechen? Ich habe gespeichert, kurz bevor ich rausgegangen bin. Warum muss ich jetzt wieder mit denen sprechen? Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Das... Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich... Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich... lehnte ab. Verzeihung, entschuldigte mich. Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Ja, ich weiß nicht, also, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Ja, genau, die Ausrüstung, die hatten wir uns ja auch nochmal angeguckt. Ich werde nochmal kurz meine Ausrüstung durchgucken und dann bin ich gleich wieder für euch da. Also ich verstehe nicht, warum wir das jetzt alles nochmal neu machen müssen hier, obwohl ich danach gespeichert hatte. Ich rede nochmal kurz mit denen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war's dann. Also wir konnten tatsächlich nochmal 3 Verbesserungen waren es, glaube ich, machen. Das war gut, dass ich da jetzt nochmal reingegangen bin. Aber ich verstehe absolut nicht, warum ich das jetzt alles nochmal neu machen musste. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich hier draußen rumgelaufen bin und den Typen da oben, also diese Statue, gesehen habe. Nee, das war, glaube ich, als ich in die Richtung... Ja, okay, von da kamen wir jetzt gerade. Ich habe nichts gesagt. Moment, ich musste doch hier links runter, oder nicht? Konnte ich hier links runter? Ach nee, da. 2-mal dran vorbeigelaufen. Und doch nicht gesehen. Bereit! Ja, bereit, wenn du es bist. Ach, da ist es schon. Verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Ich irgendwie auch nicht. Jo.
Sollen wir hier nicht nochmal runter? Das ist so doch, jetzt. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Sicher? Also, ich würde es gerne verpassen. Muss ich jetzt... Und tschüss. Ich muss aber doch erstmal hier runter und dann nach rechts, oder? Ich weiß gar nicht mal, wo dieses komische Boot war. Moment, hier. Von hier rüber, aber habe ich hier das Boot auch? Das sieht nämlich eher nicht danach aus. Junge, sag mir doch einfach mal, in welche Richtung ich laufen muss. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich bin ein alter Mann mit Gedächtnisverlust. Gehen wir hier runter vielleicht und dann nach links. Jetzt zeigt er mir wieder rechts an. Oh. Kleiner? Haben wir hier irgendwas verpasst? Nein! 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 Falsche Taste. Oh. Erstmal dreimal das Falsche geklickt, bevor man das Richtige hat. Wir waren hier unten irgendwie noch gar nicht. Kann das sein? Oh. Aber wir müssten ja eigentlich gewesen sein, um das Ding zu verschieben. Naja, gut. Dann schauen wir mal. Irgendwie möchte er das mit dem Sprinten heute nicht so richtig nehmen, habe ich das Gefühl. Jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, ist das, als ob ich überhaupt nicht drauf drücke. Wo ist denn mein Boot? Mein gutes Boot. Wo bist du? Hier unten ist eine... Nee, ist keine Sackgasse. Ah, da kommen wir weiter runter. Mein Bötchen. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nö. Nein. Kann ich hier nichts mehr machen? Nichts mehr zum Einsammeln? Ich meine, da sind Fische. Vielleicht können wir die so mit der Hand einsammeln. Ah, Moment, da leuchtet noch was. Komm, komm, komm. Tut mir leid, liebe Riesenschlange. Dass so... Hat der das jetzt eingesammelt? Ich wollte gerade sagen... Ist ja jetzt so lange das Maul hier aufmacht. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man rechnen können. Guten Tag, liebe Riesenschlange. Ich wollte nur mal gucken, wie toll das hier aussieht von dieser... von diesem Anblick aus. Aber schon seltsam, ne? Also die sieht ja gar nicht so groß aus, wenn der Kopf so davor hängt. Aber die hat ganz schön... Hat eigentlich mal jemand überlegt, wie wir wieder rauskommen? Uns wieder raus. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß, es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Hat die vielleicht auch Gold geschluckt oder so? Ich meine, man weiß ja nicht. Auf jeden Fall sieht es irgendwie seltsam aus. Riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidi. Eigentlich sogar recht angenehm. Gerade noch gefragt. Da ist irgendwas im Wasser. Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Nein. Zum größten Teil. Hätte es geil. Moment, halt, da ist noch sowas. Das nehmen wir doch direkt auch noch mit. Und jetzt einmal drehen. So, ich bin mir nicht sicher, wo ich hin muss, aber da hinten ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Ob die auch Gegner verschluckt hat, man weiß es ja nicht. Da, der Hammer. Welcher Hammer? Das ist eine Truhe, Junge. Mit Tacksilber. Das könnte ein Teil vom Hammer sein. Sollen wir rüberspringen oder sollen wir das Bötchen nehmen, Kleiner? Ich würde sagen, wir nehmen das Bötchen, oder? Rein in die Galle.
kann ich denn da... Ah, hier unten kann ich. Der hat sogar direkt einen Steg verschlungen. Cool. Wie praktisch. Da sind Ratten. Ich sehe etwas da drüben. Echt jetzt? Was bist du denn? Du bist keine Ratte, du bist eine Eidechse. Aber, Okay, ich frag besser gar nicht erst nach. So, kleiner. Ach so, das meinst du. Mal gucken. Nee, das ist ja das Falsche. Moment. Muss ich nach links, ne? Dachte ich mir schon. Ja, ist doch gut. Du musst es ja nur holen. Ist doch gut. Mach doch einfach mal das, was ich mache. Nein! Ist nicht da geblieben. Wie ist nicht da geblieben? Ist doch da. Was willst du? Oder sollte der jetzt ganz runtergehen? Moment. Also ich habe so verstanden, dass ich den hier vorne hinbringen soll. Hä? Moment, wir versuchen es jetzt nochmal eben. Sieh doch da ein. Ja, aber das geht doch nicht weiter. Ach Junge, ist ja gut, Mensch. Immer wenn ich auf die Axt drücke. Ja, aber weiter kann ich die nicht machen, Kleiner. Das geht nicht. Aber wie komme ich da hoch? Das ist jetzt das Problem. War hier gerade ein Frosch? Ui. Ich kann ja aber auch nicht hochklettern oder so, oder? Moment, da oben ist auch noch was. Kann man da... Da kann man nicht drauf zielen. Ja, soll ich die jetzt in die Mitte machen oder soll ich die jetzt da oben hin machen? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Er sagt so schön, ist nicht da geblieben. Ich könnte ja jetzt nach drüben fahren. Aber bringt uns das was? Das ist natürlich jetzt die Frage. Er hat ja auch gesagt, könnte ich einfrieren. Ich habe den ja auch eingefroren. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt hier an der richtigen Stelle eingefroren habe. Aber es bringt mir ja auch nichts, wenn er jetzt hier so halb irgendwie davor hängt. Und dann kann ich ja trotzdem nicht da hoch. Ich werde doch jetzt nicht an diesen einfachen Dingen hier scheitern, oder? Aber mal nebenbei, es ist schon ziemlich eklig, irgendwie so diese Wand von innen zu sehen. Okay. Wenn ich jetzt von hier aus da drauf springen könnte oder so. Vielleicht können wir auch darüber fahren. Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt mal einfach aus. Hier so. Kommen wir da nicht zwischen. Von der anderen Seite kommen wir auch nicht zwischen, ne? Das heißt, ich muss es wahrscheinlich auf jeden Fall so machen. Aber dann muss ich das doch irgendwie anders machen, weil ich komme ja jetzt nicht da hoch. Nur ich sehe jetzt den Sinn nicht danach. Ich sehe jetzt den Sinn nicht. Warum? Jetzt ist der hier eingefroren, aber es bringt mir ja auch nichts. Kleiner, sag mal was. Wo soll ich den denn einfrieren? So oder so, ich komme da nicht hoch. Komme ich da auch hier nicht hoch, ne? Nee. Jetzt habe ich den hier. Bringt mir das was? Nee.
Also er steht die ganze Zeit da links. Das heißt, ich vermute mal, es soll auf jeden Fall links hin. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Jetzt steht er hier. Willst du mich jetzt veräppeln? Also da oben ist auf jeden Fall das Auge drin, so wie ich das verstanden habe. Das ist ja schön zu wissen, aber wie kommen wir jetzt da hoch? Ich meine, irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch, keine Ahnung. Ich kann hier kein B drücken, also sprich, ich kann hier nicht hochspringen. Gibt es denn irgendwas für den Kleinen, dass der da irgendwas machen kann oder so? Keine Ahnung. Bin ich jetzt nicht von ausgegangen, aber... Kleiner? Steht doch nicht in meinem Weg rum. Hm. Also ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Ja, aber noch weiter geht's ja nicht. Och, dein Ernst jetzt. Leute... Ich würde gerne hier hochkommen. Können wir denn irgendwas anderes machen? Können wir da irgendwo anders hin? Gibt's was zum Heilen? Das ist immer schlecht. Also heilen ist gut, aber das ist schlecht, wenn man das machen muss. Ich komme da hinten nicht rum, ich komme hier nicht rum. Das kann doch nicht sein. Leute, tut mir das nicht an. Ich kann ja auch nichts irgendwie anschießen oder so. Ich kann nur das unten anschießen. Und da hinten ist noch irgendwas? Nee. Hä? Wieso zeigt er mir hier was an, dass ich hier was anschießen kann? Ist wahrscheinlich wieder nur Fake, nehme ich mal an. Das ist aber auch das Einzige, was ich anschießen kann. Wir setzen einfach mal die Magensäure erstmal komplett in Brand und dann gucken wir mal. Ich guck nochmal, ob ich da irgendwie... Das kann doch nicht sein. Aber da komme ich ja nicht rum. Komme ich ja nirgendwo rum? Kann auch nirgendwo anlegen? Das mit dem Glitzer, glaube ich, ist nur ein Grafikfehler. Ich sehe jetzt auch von hier aus nichts anderes. Also ich gehe mal davon aus, dass das Ding eigentlich tiefer sein müsste oder so. Ich weiß es nicht, aber... Nee, hier wollte ich nicht rein. Ja. Ist etwas. Was? Wo ist etwas? Kleiner? Wo bist du? Kleiner? Hallo? Da drüben ist was. Ja, da ist meine Axt, die da immer noch drin hängt. Trottel. Ja, also keine Ahnung. Ehrlich gesagt, im Moment bin ich ein bisschen überfragt. Ich hole jetzt mal alles hier zu Brei. Oder auch nicht, weil ich hier nicht zaugen kann. Das ist doch nicht wahr. Na, hier ist nix. Oh. Da war noch was. Okay. Ist das...
Nein, oder... Euer Ernst jetzt? Euer Ernst? Ich mache hier, keine Ahnung, 10 Minuten wie blöde rum. Denk schon, ich habe jetzt hier irgendwas total Spannendes übersehen. Und dann kommt ihr mit sowas an. Wirklich euer Ernst? Muss ich nennen. Was vergessen? Warum soll ich was vergessen haben? Sag mir doch einfach, wo es lang geht hier. Da kann ich auch nicht hin, oder? Och, Kleiner, was machst du denn da? Kann ich mich hier runter ablassen oder so? Oder? Ach so. Ach, nein. Haha, ja. Mimi, manchmal eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Ich meine, ich bin mal lieber vorsichtig, ne? Wenn hier Frösche und Eidechsen und was weiß ich was überleben. Kann ja auch sein, dass hier auch mal Gegner überleben, ne? Wer weiß, was das Viech alles geschluckt hat hier. Ich hab sie, ich hab sie. Komm mit, Kleiner. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Hm. Ja, zur Welt... zur Weltenkammer zurückkehren, aber erst bevor wir das hier... nachdem wir das hier gemacht haben. Ist auch hier. Gehen wir hin? Dreisprachig. Sie können jetzt die Sprache von Niflheim lesen. Sie können Niflheim über die Weltenreisekammer aufrufen. Okay. Ja, cool. So, dann müssen wir den gleichen Weg erstmal wieder zurück. Hallo? Wo bin ich denn hier? Ich bin doch hier einfach nur hochgesprungen. Kann ich hier nicht zurück? Kleiner? Hallo? Ich würde hier gerne wieder runterspringen. Aber ich darf anscheinend nicht. Ja. Jetzt sind wir auf ewig hier gefangen. Oh, Moment. Ich sehe da gerade was. Kleiner, das ist gar nicht so doof, dass du hier gestanden hast. Das ist jetzt der Kleine oder was habe ich jetzt gerade für Schritte gehört? Wie ist das, Mimir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Yay. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Was hat die denn alles gefressen hier? Oh Gott. Ja, es ist eine Weltenschlange, ne? Die frisst die Welten, so wie ich verstanden habe. Oder erschafft die Welten? Ich hab's nicht mehr so im Kopf. Nee, ich glaube, sie ist irgendwie erschaffen worden. Wir sind die Schlinge. Was ist da los? Hallo? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders nach? Hm? Nein, etwas stimmt nicht. Das war jetzt irgendwie nicht so schön. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Dann macht. Beeilt euch. Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Ah!
Da diese Folge mit fast einer Stunde doch extrem lang geworden ist, werde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge.